Hallo zusammen, da bin ich wieder, die Mandy vom Kanal Mandy strickt jeden Tag. Ja, ich habe euch ganz viel zu erzählen. Ich habe mir einen Zettel gemacht, weil ich so viel zu erzählen habe. Ich werde euch gleich erzählen, erstens, was ich anhabe, was ich fertig gestrickt habe, was ich weiter gestrickt habe, was ich neu angeschlagen habe. Ich will mit euch über meine UFOs sprechen. Ich habe neue Wolle gekauft, die zeige ich euch und Pläne, die ich mit dieser Wolle habe. Dann erzähle ich euch von meiner Reise nach Sachsen und am Ende mache ich natürlich die Verlosung. Und die mache ich erst am Ende, damit die, die nichts gewonnen haben, nicht sagen, oh, jetzt habe ich nicht gewonnen, jetzt schalte ich ab. Nein, ich hoffe, das macht ihr nicht. Würdet ihr nicht machen, aber ich mache es trotzdem am Ende. Ich hoffe, das klappt auch alles. Ich habe mal so einen neuen Kommentarpicker genommen, weil der andere irgendwie nicht ging. Ich hoffe, ich habe es nur vorbereitet, noch nicht gemacht. Ich hoffe, das funktioniert gleich im Video. Ja, also, ich fange mal an mit dem, was ich anhabe. Das ist der Pierre-Pullover von Steven West. Wartet, oh, ich stehe mal auf. Der ist ganz, ganz lang. Eine schwarze Leggings drunter. Und den habe ich für meinen Sohn gestrickt, für den, der noch hier wohnt. Und so ist es auch passiert, dass ich den jetzt anhabe, weil der räumt den immer von einem Ort zum anderen, weil er irgendwie zu groß ist für einen Schrank. Und dann habe ich das irgendwann mal mitbekommen und habe gesagt, sag mal, ziehst du den überhaupt noch an? Und er so guckt mich so an und ich so, ja, also einmal hat er ihn angehabt und der steht halt nicht auf gestrickte Sachen. Das wusste ich aber, bevor ich das gestrickt habe. Und der wird den schon noch anziehen, wenn es im Winter in seinem Zimmer mal richtig kalt ist. Aber im Moment hat er nicht getragen. Und dann habe ich gefragt, ob ich den anziehen kann. Und er kann sich ja dann bei mir wegnehmen, wenn er nicht mehr tragen will. Ja, also, der ist total groß und kuschelig. Und ich finde den richtig toll. Ich habe ja selber auch noch einen für mich auf den Nadel mit noch weicherer Wolle. Das hier ist die. Puh, ja, das ist die Big Merino, glaube ich, von Drops gewesen. Ich glaube ja. Und die ist schon super weich, aber ich stricke mir den aus der Tasmanian Tweed, auch in so einem dunkelgrau, Anthrazit. Und der wird bestimmt auch ganz toll. Ist ein UFO und da reden wir nachher noch drüber. Ja. So, also. Ich wollte erstmal noch mal was sagen zu dem Akemi, den ich letztes Mal als fertiges Teil präsentiert habe. Und zwar hat jemand gefragt, wie viel Wolle ich verbraucht habe. Das wollte ich noch mal beantworten. Ich habe also 215 Gramm verbraucht. Das ist also ein richtig schönes, leichtes Teil und ganz weich und kuschelig. Oh, ich bin gerade die Treppen hochgelaufen, weil ich den gerade gewogen habe. Das hatte ich nämlich vergessen. Und ich wollte euch aber noch was sagen, was ich beim letzten Mal vergessen habe zu erwähnen. Nämlich, dass ich hier mit einem I-Cord abgekettet habe. Statt dem normalen Abketten, wie es in der Anleitung stand, habe ich hier einen I-Cord gemacht. Und ich finde das richtig schön. Oder habe ich das beim letzten Mal gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich meine, ich hätte es vergessen und deswegen wollte ich euch das nochmal zeigen. Es war natürlich, sind natürlich viele Maschen, aber das sieht auch richtig schön aus, finde ich. Ja, das nochmal zu meinem Akemi, den ich euch letzte Woche fertig gezeigt habe. So. Ja, und dann zeige ich euch jetzt, was ich fertig gestrickt habe. Drei Sachen sind's. Und ja, ich fange mal mit dem schönsten, größten und tollsten Teil an. Und zwar ist mein Pullover fertig. Mein Flauschi. Wohlfühlpullover mit weiten Ärmeln und engem Bündchen. Ja, und großem V-Ausschnitt. Ja, und kennt ihr das, wenn ihr Sachen fertig gestrickt habt und ihr denkt, oh ja, schön geworden? Und wenn ihr Sachen fertig gestrickt habt und ihr denkt, wie schön, der ist so herrlich und ich bin so glücklich und ich bin total glücklich und zufrieden mit diesem Pullover. Der ist so schön geworden. Ah. Also, ich weiß nicht, ob ich es beim letzten Mal erzählt habe. Ich
habe ein bisschen gesucht mit der Anleitung und habe dann letzten Endes die Cumulus-Anleitung gewählt. Mir war aber von vornherein klar, dass ich hier ein langes, zwei rechts, zwei links Bündchen mache, eventuell mit Schlitzen, weil das hatte ich in so einer anderen Anleitung gesehen, das gefiel mir so gut. Ja, und also, ich habe angefangen mit der Cumulus Plus Anleitung. Aber ich hatte hier eine Maschenprobe von 14 Maschen auf 10 cm. Irgendwie war das bei der Maschenprobe, die ich gemacht habe, waren das mehr Maschen, so 17. Und als ich dann angefangen habe zu stricken, habe ich nochmal gemessen, da waren es irgendwie nur noch 14. Und deswegen habe ich immer anprobiert und habe dann viel, viel früher aufgehört mit den Zunahmen, als in der Anleitung stand. Also mit den Zunahmen für die Ärmel und mit dem Abteilen habe ich halt viel früher gemacht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich hier vorne noch nicht so viele Maschen zugenommen, dass es gereicht hätte, weil das muss ja vorne wie hinten gleich sein, die Maschenanzahl. Deswegen habe ich hier abgeteilt und weiterhin aber in Reihen gestrickt, bis ich hier vorne auch so viele Maschen hatte wie hinten, beziehungsweise zwei weniger, die ich ja dann hier zum Verbinden noch aufgenommen habe. So habe ich das gemacht. Dann habe ich relativ früh, ich glaube nach 20 Zentimetern, angefangen hier dieses lange zwei rechts, zwei Linksbündchen gemacht und habe dabei jedes siebte und achte Masche zusammengestrickt, damit das nicht weiter wird. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man von glatt rechts auf zwei rechts, zwei links wechselt, selbst wenn man eine Nadelstärke runtergeht, wird das trotzdem weiter. Und deswegen habe ich hier nochmal einiges zusammengestrickt und der Effekt, der entstanden ist, ist, dass es original genauso weit ist. Also ich habe das ganze Teil ja gestrickt mit Nadelstärke, ja. Lass mich mal kurz überlegen. Was steht hier drauf? 5,5 bis 6. Ich habe mit 6 gestrickt. So. Und die Bündchen habe ich mit 5,5 gestrickt. Was habe ich noch gemacht? So, dann habe ich halt hier relativ lange. Also das geht so bis über. Also ich habe ja so eine High-Waist-Hose dazu, so eine braune. Dazu will ich das hauptsächlich anziehen. Und das geht bis über den Gürtel. Also ja, bis Hüfthöhe, sage ich mal. Also es ist nicht kroppt, es ist auch nicht lang, es ist genau dazwischen. Dann habe ich die Ärmel, die habe ich einfach ohne Abnahmen gestrickt und habe dann hier unten aus zwei Maschen eine gemacht, also die Maschenzahl halbiert. Und habe dann auch nochmal zwei rechts, zwei links Bündchen gemacht und hier oben habe ich immer einfach nur mit der größeren Nadel abgekettet. Also nicht irgendeine Technik angewandt, damit das flexibel wird oder weiter. Ich habe einfach mit der 6 dann abgekettet und hier unten habe ich das auch gemacht. So, dann war der Halsausschnitt, der V-Ausschnitt war dann natürlich viel zu groß. Ich habe das mal anprobiert und meine Mama und ich glaube auch meine Freundin genau hat, ich glaube, ich letztes Mal schon erzählt, die hat gesagt, oh, der V-Ausschnitt ist ja viel zu groß. Der sollte ja groß werden, weil ich schon vorher wusste, dass ich hier ein relativ breites Bündchen noch anmache. Und das habe ich gemacht. Also ich habe diesmal das erste Mal eine Technik angewandt, wo mir vor kurzem eine Arbeitskollegin aus meinem Arbeitsstrickclub von erzählt hat. Nämlich, ich habe alle Maschen aufgenommen und habe dann aber, ich glaube, jede zweite und dritte zusammengestrickt. Also ich habe alle Maschen, was hier ging, aufgenommen und auch hier oben und habe dann aber in der ersten Reihe beim zwei rechts, zwei links Bündchen habe ich jede zwei dritte und vierte, meine ich, oder zweite und dritte zusammengestrickt. Zweite und dritte. Jede zweite und dritte habe ich zusammengestrickt. So, dann habe ich zwei rechts, zwei links gestrickt und hier unten habe ich in jeder Reihe drei Maschen überzogen zusammengestrickt. Das heißt, ich habe zwei wie zum Rechtsstricken abgehoben, eine Masche gestrickt und die zwei drüber gezogen. Das habe ich in jeder Reihe gemacht, bis mir das groß genug war und dann habe ich es diesmal mit der kleineren Nadel abgekettet.
Und das ist perfekt. Also man könnte es anziehen ohne was drunter. Dann ist es relativ, also weit der Ausschnitt. Aber das ist ja bei so einem dicken Pullover eh Quatsch. Also wenn ich da so einen Top drunter ziehe, dann sieht das perfekt aus. Wenn ich das mal anziehe mit dieser passenden Hose dazu, dann mache ich euch ein Foto und zeige euch das dann beim nächsten Mal. Also ich bin total glücklich. Das ist hier die Alpaka Air von Lana Grossa. In die Wolle habe ich mich ja verliebt, als ich bei der Anke im Strickgeschäft war, also kurz waren Adler in Dahle. Da gibt es ja nicht nur Wolle, sondern auch Stoffe. Ja, und da habe ich mich sehr gefreut. Und ich habe einen übrig. Ich hoffe, ich kann den zurückgeben bzw. eintauschen. Ich will ja gar kein Geld zurück. Was soll ich damit? Ich nehme ja lieber Wolle. Am Dienstag ist Stricktreff und dann nehme ich den wieder mit. Ja, habe ich mich total gefreut. Also, ich bin sehr glücklich. Ach, ich wollte noch was sagen. Ich habe den noch nicht gewaschen und ich habe es auch erstmal nicht vor. Ich habe wirklich ein bisschen Angst, diese Wolle zu waschen. Ah, ich weiß nicht. Also, die wird bestimmt stark zum Filzen neigen. Und warum soll ich den jetzt waschen? Der ist ja nicht schmutzig. Also, normalerweise mache ich das immer. Aber diesmal habe ich irgendwie keine Lust. Ich habe Angst ein bisschen. Ja, mache ich erstmal nicht. So. Ich habe übrigens hier bei dieser Wolle, wenn ich ein neues Knäuel angefangen habe, diese Technik gemacht, dass ich da 10 cm hier auf die Hand gelegt habe und von dem neuen Faden 10 cm habe ich das angefeuchtet und dann habe ich das ganz lange so gerubbelt, dass das sich schön zusammen verfilzt hat und dann habe ich einfach weiter gestrickt. Das hat sehr gut funktioniert. Ja, so, das dazu. So, ja, bin ich sehr glücklich. Womit habe ich das denn gestrickt? Das ist jetzt eine gute Frage. Ich meine, ich hätte das mit der 6 von Adiklik-System und die 5,5 war aber eine andere. Die 5,5 war mal von dem Mindful-System, genau. Also das eine war Adiklik und das andere von Knitpro, das Mindful. Ja. Was habe ich noch fertig? So, jetzt muss ich erstmal gucken, ob ich hiervon auch die Wolle hierher gelegt habe. Ja, habe ich. Das ist schön. So. Und zwar habe ich ein UFO fertig gemacht. Yay! Ich weiß gar nicht, ob ich das letzte Mal erzählt habe, dass ich meine ganzen Socken-UFOs mal rausgesucht habe. Und ich habe diese hier fertig gestrickt. Zup. Könnte ich eigentlich mal auf mein schönes Sockenbrett ziehen, ne? Ach, ist jetzt auch egal. Ja, also, ich habe diese Socken hier fertig gekriegt. Muss gleich mal gucken, ob ich die Anleitung finde. Oh, das habe ich jetzt gar nicht vorher groß noch mal rausgesucht. Ja, dann mache ich für euch auf Pause. Ja, das ist eine wunderschöne Wolle. Die ist ganz, ganz weich. Das ist eine Größe 39. Und wir haben hier dieses schöne Lochmuster, was so Wellen ergibt. Das habe ich extra gewählt, weil die Wolle halt so ein bisschen wasserfarben ist. Und deswegen diese. Das ist hier oben relativ eng. Also das sieht man schon, man kann es kaum auseinanderziehen. Hätte ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und deswegen muss ich mal gucken, ob ich das überhaupt so für mich nehme. Ich habe einen sehr hohen Spann. Die gehen ja auch als 38er durch. Und ich habe von meiner Mama noch den Auftrag bekommen, für ihre Nachbarin Socken zu stricken in 38. Vielleicht nehme ich die auch einfach mal mit dahin. Mal gucken. Es ist nur wegen Lochmuster, will ja jetzt auch nicht jeder hier oben, ne? Ich weiß es noch nicht genau. Ich habe mich noch nicht entschieden. Hier, da habe ich 2 Stück von. Das Muster suche ich euch gleich raus. Bändchen, Spitze, Herzchen, Ferse. Und diesmal habe ich hier die Ferse kraus gestrickt. Das mache ich manchmal. Ich finde das manchmal ganz schön. Ja. Kann man dann nur nicht, wahrscheinlich nicht so gut in Schuhe anziehen, ne? Ja, so. Jetzt suche ich euch mal das Muster raus. Moment. Also ich habe die Anleitung jetzt nicht gefunden. Ich würde einfach noch mal gucken, wenn ich fertig bin, mit aufnehmen. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich gewackelt. Und würde euch das dann hier hinschreiben. So. Dann habe ich noch fertig. Ich mache ja für meine Mama für Weihnachten ein Set mit Handstulpen und einem Schal oder einem Tuch in so einer lilanen Wolle.
damit ich, also damit das zu ihrer hell-lilanen Jacke passt. Und ich war jetzt am Wochenende da und habe die angefangen, ich hatte da eine Handstulpe fertig und die zweite angefangen. Die habe ich mal rangehalten an die Jacke und es passt perfekt. Ja, die Handstulpen habe ich fertig, deswegen ist es jetzt, gehört zu den fertigen Projekten. Und das sind die Handstulpen. Und die habe ich selbst entworfen. Die habe ich euch beim letzten Mal vergessen zu zeigen. Da hatte ich nämlich eine schon angefangen. Die habe ich selbst entworfen, damit die zu dem Tuch passen. So, ich habe hier zwei Rechts-, zwei Linksbündchen, wie immer. Dann habe ich halt hier oben drauf auf der Hand einen kraus Rechtsteil. Na, ich ziehe mal den anderen an. Moment. So. So habe ich hier ein graues Rechtsteil oben drauf, ein Daumenkeil und hier oben auch nochmal zwei rechts, zwei Linksbündchen und hier auch zwei rechts, zwei Linksbündchen. Und hier unten ist es glatt rechts. Ja, also die passen mir perfekt, die passen ihr perfekt. Sie hat nämlich eine auch schon anprobiert. Ich musste ihr die zeigen, weil die hat mir irgendwie nicht geglaubt, dass ich schon angefangen habe. Sie immer: Machst du mir das noch? Machst du mir das noch? Sonst kann ich mir das auch kaufen. Und da war ich ja ein bisschen beleidigt, ne? Aber ich habe gesagt, nein, ich habe schon angefangen. Das hat viel Arbeit gemacht, weil ich mir das selber ausgedacht habe. Ja. So sieht das aus. Die Zunahme hier vom Daumenkeil habe ich mit KFB gemacht. Einfach immer anprobiert, so lange, wie es dann halt gepasst, bis es dann halt gepasst hat. Ja, das sind meine Handstuhl, oder besser gesagt, die für meine Mama sind gleich geworden. Und total schön. Und die Wolle, die zeige ich euch jetzt, wenn ich euch das Tuch zeige. Moment. Die Handstulpen habe ich mit Nadelstärke 3 gestrickt. Die mit 3 oder 3? Ne, mit 3 habe ich die gestrickt. Und das Tuch, das stricke ich jetzt mit 4. Und zwar zeige ich euch jetzt doch erstmal die Wolle. Das ist die hier. Die habe ich von einer Zuschauerin geschenkt bekommen. Ja. Die ist total schön und die lässt sich so toll verstricken. Das ist hier von Rohrspatz und Wollmeise, die Twin. Die Farbe gibt es nicht mehr. Oder zumindest im Moment nicht. Und die Wolle ist so toll, dass ich mir dann noch mal welche kaufen musste. Und das habe ich getan. Die zeige ich euch nachher. Die ist also total schön. Die lässt sich so schön stricken. Finde ich ganz toll. Die hat, ich sage euch das mal eben, 80% Wolle, 20% Polyamid und die hat 350 Meter auf 100 Gramm. Hier steht Nadelstärke 2 bis 2,5. Ich habe die mit 3 gestrickt. Ich finde die relativ dick. Und wie gesagt, das Tuch stricke ich jetzt mit 4. Und das zeige ich euch jetzt. Das ist nämlich der Sophie Shawl. Ist das vorne? Ja. Der Sophie Shawl. Ist ein bisschen so, sieht schöner aus. Die hier habe ich mir die mit der. Das ist übrigens der tolle Maschenmarkierer, den ich geschenkt bekommen habe von Kohlbecker Island. Süße Katze. Und das macht mir richtig, richtig Spaß. Hätte ich nicht gedacht. Hatte schon mal Sophie Scholl angefangen und habe dann relativ schnell aufgehört, weil es mir keinen Spaß gemacht hat, weil ich einfach diese 6 Reihen, also man muss ja alle 6 Reihen zunehmen, ich konnte mir das einfach nicht merken. Also ich konnte es weder mir merken beim Zählen, also beim Reihenzählen, noch konnte ich, wenn ich hier einen Maschenmarkierer reinmache, wohin und
Ich bin nicht klargekommen, ne? Und diesmal mache ich es so: Ich habe den Knit Companion, die App neben mir liegen und mache wirklich nach jeder Reihe einmal mit dem Finger drauf und zähle die rein und alle 6 Reihen. Also immer was durch 6 teilbar ist, da wird zugenommen. Und bei dem Knit Companion kann man ja mehrmals zählen und ich zähle halt immer bis 60, damit es nicht zu kompliziert wird. Und dann fange ich wieder an und zähle wieder bis 60. Und das ist jetzt das dritte Mal, vierte Mal. Also ich habe schon dreimal 60 Reihen gestrickt. Ich stricke bis das Knäuel bis zur Hälfte, das waren noch 110 Gramm. Ich stricke jetzt, bis es halb aufgebraucht ist und dann wieder zurück. Natürlich mit einem kleinen Puffer, also ich denke mal, ich werde bei 102 oder so wenden oder kehrt machen. Ja. Ja, und das ist total schön. Das fühlt sich richtig toll an. Ich finde das gut. Das ist auch schon, sagen wir mal, wenn das jetzt die Hälfte wäre, wäre das auch schon was, ne? Aber ich habe ja noch, ich weiß gar nicht, ich habe jetzt nicht gewogen, aber ich habe noch ein Stück. Ja, das macht sehr viel Spaß. So, jetzt waren alle fertigen Sachen und schon was ich neu angefangen habe. Was haben wir noch? Ja, genau. Dann habe ich, war ich ja, ja doch, das erzähle ich jetzt. Ich war ja in Sachsen bei meinen, also ich habe diesmal nicht bei meiner Mama übernachtet und habe ihr auch nur zweimal, sie auch nur zweimal kurz besucht zum Mittagessen. Und ich bin eigentlich da gewesen, weil ich Klassentreffen hatte und weil ich mit einer Verabredung in der Strickbar in Schwarzenberg hatte. Es war ja so, dass ich mit der Sandra, die da auch einkauft und da zum Stricktreff geht, immer mal hin und her geschrieben habe, weil ich da immer mal gerne noch mal ein schönes Video aufnehmen wollte in der Strickbar, um euch die mal zu zeigen, weil ich das Geschäft so schön finde. Also wir Strickerinnen, also zumindest geht es mir so, ich finde ja jedes Strickgeschäft schön. Jedes Geschäft, wo es Wolle gibt, ist natürlich schön. Aber es gibt natürlich Unterschiede. Also ich würde schon sagen, dass mein Lieblingsgeschäft das von der Anke ist, hier in Kurzwarenadler in Altena Dahle, weil das einfach so liebevoll eingerichtet ist und so gemütlich ist und man kann sich auch mal hinsetzen und ein bisschen stricken und das finde ich schon, das ist schon mein Top-Strickgeschäft. Und es gibt aber auch andere Strickgeschäfte, die eher so praktisch eingerichtet sind, wo halt einfach noch Regale sind mit Wolle drin. Die finde ich aber natürlich auch schön, ne? Die haben auch was. Also ich will hier kein Strickgeschäft runter reden, sondern es hat mit Sicherheit jedes seine Berechtigung. Aber die Strickbar in Schwarzenberg, die finde ich halt auch so schön gemütlich. Ne? Also das ist genau so ein Geschäft wieder, wo ich hier und da so kleine Details entdecke, die mir voll gefallen, wo die eine sehr schöne Wollauswahl hat. Also nicht nur so bekannte Wollsorten, sondern auch welche, wo man sagt, ach, die wollte ich schon immer mal anfassen, die wollte ich schon immer mal sehen. Und ja, und man merkt bei solchen Strickgeschäften einfach die Liebe zum Stricken, die Liebe zur Wolle. Und deswegen finde ich das so schön. Ich blende euch später in dem Video hier, das mache ich nicht jetzt, da blende ich euch nochmal ein kleines Video ein, wo ich mit der Gudrun, mit der Besitzerin, ein bisschen geschnackt habe und wo sie mir ihr Geschäft mal gezeigt hat. Und ich war ja dann da auch zum Stricktreff hinterher. Es war total schön. Aber jetzt zeige ich euch erstmal, was ich bei der Gelegenheit für Wolle gekauft habe und was ich angefangen habe zu stricken. Und zwar habe ich hier so eine Tüte, wo man auch nochmal strickbar drauf erkennen kann. Und da habe ich mir gekauft diese Wolle. Von Schachenmeier die Merino 120 extra fein und bei Merino 120 wisst ihr jetzt wahrscheinlich schon, was ich daraus stricke. Mich hat es nämlich jetzt auch erwischt mit der Kara-Mütze. Ja, und soweit bin ich. Ich stricke die
Mascara-Mütze für mich, für meine Kopfgröße. Und so sieht die bis jetzt aus. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Zentimeter ich schon habe. Ich muss 54 Zentimeter stricken. Ja, die habe ich dann da beim Stricktreff angefangen. Das hat richtig Spaß gemacht. Das ist der zweite Knäuel. So, genau, die Kara-Mütze. Ach, die Anleitung zeige ich euch mal eben, ne? Moment, mal wieder einpacken. Mit was für einer Stricke das mit Nadelstärke? 3,5. Ich muss mal eben überlegen, was habe ich denn für Nadeln genommen? Ach, das ist Adiklik. Genau, das sind kurze Adiklik mit einem 40er Seil. Wartet. So. Die kurzen. Ich glaube, sind das sogar die Lace-Dinger? Sind ein bisschen spitzer, ne, als die anderen, die großen. Ja. Also mit 40er Nadel quasi. So, jetzt zeige ich euch mal die Anleitung. Jetzt muss ich erstmal gucken. Nee. So. Kennt ihr wahrscheinlich alle, ne? Von Susanne Müller, die Karamütze. Das ist also eine doppelte, die nachher am umgeschlagenen Teil sogar vierfach ist. Eine Kaufanleitung von Reverie. Gibt's auch, ist auch auf Deutsch. So. Dann wollte ich euch noch zeigen, in welcher Tüte ist es? Wartet mal kurz. Muss ich kurz mal überlegen. Oh, da liegt so viel. Wenn ich so laut rumknistern. Ist das hier drin? Nee. Ah, da. So, dann war ich in noch einem Strickgeschäft. Und zwar musste ich mit der Katze zum Tierarzt, mit der älteren Katze, die hatte sich verletzt und es hat sich entzündet. Und dann waren wir beim Tierarzt und der hat mir zweimal im Auto in die Box gekackt. Ne? Also das macht er ja immer aus Protest. Ne? Und der Weg ist recht weit. Wir haben zwar, ich habe zwar hier fußläufig einen Tierarzt, aber davon bin ich nicht überzeugt. Und dann bin ich in eine andere Stadt gefahren. Und der hat mir direkt am ersten Kreisverkehr in die Box gekackt. Dann bin ich zurückgefahren, habe alles sauber gemacht, Katze sauber gemacht, Neues reingelegt, wieder losgefahren, weil der hat bis 20 Uhr auf. Alles nach der Arbeit, ne? Dann hat er mir dort, bevor ich da war, wieder in die Box gekackt. Und dann mussten die das da, also haben die das da weggemacht, ne? Also das ist echt eine Zumutung im Auto, Leute. Es hält man kaum aus. Und dann, als wir wieder da waren, der Ältere, der ist ja echt friedlich. Also vor allen Dingen bei mir, ne? Da kann ja alles mit dem machen. Und dann habe ich den ins Waschbecken gestellt und habe den mit einem Waschlappen hintenrum komplett abgewaschen, weil der ist da drin rumgesessen und gelatscht. Habe ich den erstmal richtig abgewaschen, dann trocken gerubbelt und ja. So war das, ne? Tierarzt. Auf jeden Fall, was ich eigentlich sagen wollte. In Letmathe, wo ich da war beim Tierarzt, da gibt es auch ein schönes Wollgeschäft. Oh, shit, ich weiß jetzt. Oh, das sagt man nicht, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, wie das heißt. Ich schreibe euch das hier hin. Aber das ist halt zum Beispiel so ein Wollgeschäft. Weiße Regale, nur Lana Crossa, aber Wollen von Lana Crossa, die ich teilweise noch nie gesehen habe, wo ich dachte, oh Gott, was ist das denn? Das ist ja schön. Und weswegen ich da hingegangen bin, erstens bieten die auch, oder machen die auch ein Strickcafé. Das wollte ich mal ausprobieren. Da habe ich mich jetzt auch angemeldet. Da gehe ich nächste Woche Freitag hin. Und zweitens wollte ich unbedingt mal die Seta Suri von Lana Crossa ausprobieren. Und die habe ich gekauft. Seta Suri von Lana Crossa als Alternative zu Mohair.
Das ist ein Grün. Könnt ihr das erkennen? Schwierig, ne? Das ist so ein Flaschengrün. Die Farbe ist 016. Das fühlt sich wirklich toll an. Hat eine Lauflänge von 212 Metern auf 25 Gramm, 69% Alpaka und 31% Seide. Ganz toll. Und damit will ich halt jetzt auch nochmal die Kara-Mütze machen. Hier, das ist der schon angefangene Knäuel. Da habe ich nur eine Maschenprobe. Ach, wo habe ich die denn? Muss gleich mal gucken. Und dazu genommen habe ich diese hier. Das ist die Lana Grossa Lace. Die habe ich auch noch nie in der Hand gehabt. Aber das ist grün. Schade, dass ihr das jetzt überhaupt nicht erkennen könnt. Es ist eigentlich grün. So ein Flaschengrün ist das. Ja, ich stricke das, die Karamütze hier mit der goldenen Adilés. Und jetzt suche ich die Maschenprobe. Ich mache mal auf Pause. Schon gefunden. So, das ist nämlich ein Traum. Das ist so schön, so weich und flauschig. Oh. Und trotzdem hauchzart und genau die Maschenprobe, die man für die Karamütze braucht. Und das wird meine nächste Karamütze. Da freue ich mich schon drauf. Ja, so, alles wieder eintüten. Da habe ich auch Lust drauf. Wenn die eine fertig ist, dann mache ich die noch. Ja, so. Genau. Was habe ich mir noch aufgeschrieben? Dann habe ich, das habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, das habe ich ganz vergessen. Ach doch, da steht's. Ich habe noch den Olive Cardigan weiter gestrickt. Aus der Wolle von Strickwerk 34, die Jackwolle, und der Wolle von der italienischen Wolle von der Polina von Knit Shop Italy. Und das zeige ich euch jetzt. Ich habe immer ein bisschen Angst, die Fäden sind so zart, ne? Dass da was kaputt geht. Ich hole es mal ganz raus. So. Also, ich kann es natürlich jetzt nicht ganz gut zeigen, weil die Nadel ja zu klein ist. So. Also die Farbe ist, also die Farbe, die ich jetzt hier sehe, ist ganz falsch, aber vielleicht ist es nachher doch bei euch anders. Also das ist jetzt eine Vorderseite. Ich habe hier schon zusammengestrickt und stricke jetzt nach unten. Das ist die andere. So sieht das jetzt aus. Und hinten seht ihr schön das Muster. Also das macht richtig Spaß zu stricken, das Muster. Ganz toll, die Anleitung ist super. Man muss ja einfach nur nach Chart stricken und das ist wirklich kein Problem. Traut euch, falls ihr da Lust drauf habt und denkt, oh, das sieht zu kompliziert aus. Ist ganz toll. Macht richtig Spaß und in Sonnenlicht sieht die Farbe wahnsinnig toll aus. Also so sieht sie auch ganz anders aus, als ihr die jetzt seht. Nicht so hellbraun, sondern ein bisschen gedeckter. Aber im Sonnenlicht, da kommt dieses Jack mehr raus und dann, ach, das ist das ein ganz toller Effekt. Also ich habe richtig Lust auf diese Jacke nachher. Ich bin von meiner Arbeitskollegin, mit der ich die Zusammenstricke lang eingeholt worden. Und ich kann aber nicht mithalten. Ich habe jetzt versucht, da aufzuholen, aber das schaffe ich im Moment nicht. Ich habe aber ein ganzes Stück weiter gestrickt auch. Sie ist wahrscheinlich jetzt übers Wochenende fertig mit dem Körper. Und dann werden die Ärmel eingestrickt und naja, beraten kann ich sie ja trotzdem, aber ich bin noch nicht so weit. Das sieht klein aus, es passt aber perfekt. Ich habe es anprobiert. Ich habe nachdem ich ein Stück hier runter gestrickt habe unterm Arm, habe ich mal Scooby-Doo-Bänder drauf gemacht und habe es mal anprobiert. Es passt super. Hier kommt ja nachher noch eine Blende ran. Ja, ganz toll. Ich bin da sehr glücklich mit und ich bin begeistert von der Nadel. Das ist wieder, dass ich ja sage immer, dass Wolle und Nadel perfekt passen müssen. Und hier ist das der Fall. Und das ist eine Holznadel. Könnte Bambus sein. Ich bin mir nicht ganz sicher. Von Prüm in Nadelstärke 5.
von Prüm. Mit so einem blauen Seil, die ist wirklich super. Da kann man das richtig toll mit stricken. So sieht die Spitze aus, also auch recht spitz. Ich bin begeistert. Ja, und ich zeige euch hier nochmal die Wolle. Also das hier ist die Yak von Strickwerk 34. Oh, ist die schön. Also die ist wirklich schön. Und das hier ist die Mohair-Wolle von Knitshop Italy. Ist auch ganz, also die Kombination ist super und die ist auch ganz weich. Ich wollte euch da nochmal was zeigen. Der Knitshop Italy, die Paulina, ich kriege übrigens nächste Woche schon wieder ein Paket, weil sie hat nämlich neue Wolle, so mit Seide auch dabei. Und da hat sie mich angeschrieben, ob ich die auch mal ausprobieren möchte. Und da habe ich mir Farben rausgesucht, habe gesagt, irgendwas davon. Und jetzt schickt sie mir dann nochmal ein Paket. Ich wollte euch nur mal zeigen, also das ist ihre Seite hier, Knitshop Italy. Und sie hat ihr Black Friday Angebot von 20% auf diese sowieso schon günstige Wolle bis zum 30.11. verlängert bei Herbstfarben. Also wenn ihr da mal reingucken wollt, knitshopitalie.it, ich verlinke es unten, also ich schreibe den Link unten rein. Ich bin begeistert von der Wolle. Also ich habe ja mehrere Sachen, ach siehst du, das wollte ich euch eigentlich auch noch zeigen, das zeige ich euch gleich noch. Mehrere Pakete schon, zwei schon bekommen und ich weiß gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll, weil ich die Wolle so schön finde. Ja, Strickwerk 34 zeige ich euch auch mal noch. Hier ist die. Da fand ich ja bei im Westerwälder Wollfest den Stand auch ganz toll, war völlig begeistert. Hier Strickwerk 34 und das ist hier diese Wolle. Die ist wirklich toll. Ich bin halt bei so schöner Wolle immer hin und her gerissen, die dann mit was anderem zu kombinieren. Weil ich denke, ach, das ist eigentlich viel zu schade, aber. Nee, es ist Quatsch, weil die soll ja auch verstrickt werden und die Kombi ist echt total schön. Ja, schön, schön, schön und bla bla bla. Ich bin immer so begeistert, ne? Aber es ist halt, es macht mir auch so einen Spaß, ne? Es ist einfach meine Leidenschaft, das kann man nicht anders sagen, ne? So. Das packen wir wieder ein. Ich weiß gar nicht, was ich heute noch weiter stricke. Ich glaube, das tue ich für meine Mama, ne? Oder, ach nee, ich weiß, was ich weiter stricke. Das zeige ich euch auch gleich. Ich habe heute Morgen schon wieder was Neues angefangen. Darf ich das hier erzählen? Macht man das? Macht man nicht, ne? Aber ich habe gerade meinem Mann das erzählt. Ich habe heute das erste Mal, erzähle ich das jetzt? Ich habe heute das erste Mal auf dem Klo gestrickt. Ich war gerade am Sockenstricken und dann musste ich dringend und dann habe ich das einfach so, wie es war, mitgenommen. Ist peinlich, ne? Aber wenn es so weit gekommen ist, ihr wisst ja, ich bin verrückt, ne? So, das. Achso, das muss noch da rein. Ja, genau, dann zeige ich euch nämlich jetzt auch noch, was ich noch angefangen habe. Heute Morgen, was ich auf dem Klo gestrickt habe. Wo habe ich es hingelegt? Ah, da, runtergefallen. Upsala. Ja, meine Mama, der solche habe ich vorhin schon erwähnt, Socken stricken für ihre Nachbarin, weil sie ihr halt oft hilft. Gestern zum Beispiel hat sie für meine Mama Schnee geschippt, weil meine Mama nicht da war. Die war bei ihrem Lebensgefährten übers Wochenende und hat geschneit in Sachsen. Und dann hat sie Schnee geschippt und da hat meine Mama mich wieder angeschrieben. Du denkst ja an die Socken für die Nachbarin. Ja, ich habe ja schon welche im Petto, aber dann habe ich heute Morgen, ich bin ja wieder um 5 aufgestanden, wie dauernd. Und das war gut, weil ich bin um 3 das erste Mal aufgewacht, so richtig hellwach und dachte, oh, ich bin schon so wach und so. Und dachte, nee, komm, jetzt versuchst du mal weiter zu schlafen. Also, das ist bei mir dann nicht Schlaflosigkeit, sondern ich bin einfach wach und gut drauf und möchte dann am liebsten mit dem Tag loslegen, ne? Aber nee, Vernunft. Weiterschlafen. Dann bin ich um 4 nochmal wach geworden und habe gedacht, ja, wenn du es bis 4 schaffst, schaffst du es vielleicht auch bis 5. Habe ich auch. Ich habe bis 5 geschlafen. Dann habe ich diese Socken hier angefangen. Ach, die sind echt knallig, ne? Und die sind richtig schön. Das macht so einen Spaß. Ich bin nämlich hier hoch leise geschlichen ins Strickzimmer, weil nebenan ein Schlafzimmer und habe gedacht, habe ich hier irgendwo jetzt Sechsfachwolle rumliegen? Da würde ich ja noch mal so Sechsfachsocken anfangen. Und dann lag da diese Wolle,
von der ich absolut nicht weiß, was das für eine Wolle ist. Also ich weiß weder, ob das überhaupt Sechsfachsockenwolle ist. Ich weiß, es könnte auch Acryl sein. Es fühlt sich nicht wie Acryl an, aber glänzt ziemlich. Könnte auch Acryl sein. Aber die ist einfach nur, die hat einfach nur in dem Moment gesagt, so, jetzt nimm mich und strick mich. So. Das sind nur 82 Gramm. Ich stricke also hier mit viel Wiegen. Ich möchte da die zwei Sockengröße 38 draus kriegen. Habe jetzt bis jetzt hier 10 Gramm verbraucht und will jetzt also quasi bis 15 Gramm den Schaft stricken, dann und dann den Rest. Also ich darf halt bis 40 Gramm gehen. Ich denke, das haut hin. Und dann kriege ich auch noch die zweite da draus. Und das macht Spaß und das sieht voll schön aus, finde ich. Sieht richtig schön aus. Ja, und stricke das mit meinen neuen Lieblingsnadeln. Das sind die Unicorn von Adi. Die finde ich richtig toll und ich hätte gern das Set. Aber ich traue mich nicht, meinem Mann da zu sagen, ich hätte gern zu Weihnachten das Set, weil ich habe ja eigentlich genug Nadeln. Ne? Aber die sind so schön. Also da gibt's, die gibt es jetzt auch als Klickset. Wobei beim Klicken ist ja schon wieder der Übergang. Ne? Also bei den Klicknadeln ist der Übergang nicht immer hundertprozentig. Und wenn man hier Magic Loop machen will, dann ist es vielleicht besser, keine geklickten zu haben, sondern die ganz normalen. Das ist jetzt die Nadelstärke 3, 80er Seil. Ja, macht sehr, sehr viel Spaß. Und ich glaube, die stricke ich gleich weiter. So, ich habe aber noch was angefangen, weil ich kann nichts dafür, ich kann wirklich nichts dafür. Meine Arbeitskolleginnen wollten Wolle bestellen bei Drops. Und zwar bestellen wir ja immer bei der Wollelli. Und weil das ist, es ist der Wahnsinn, ne? Also ich habe die, lasst mich überlegen, Mittwochmorgen habe ich die bestellt. Und dann kam der Versand, dann ging ja alles ganz schnell. Also dann kriegt man die Bestätigung, die Rechnung und die Versandbestätigung. Und dann stand da drin, die kommen Freitag. Und dann sage ich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Das geht doch immer so schnell. Ja. Donnerstag war sie da. Wir haben ganz viel Wolle bestellt und ich konnte natürlich dann nicht Nein sagen und habe mir auch Wolle bestellt. Wo ist sie? Ja, das ist jetzt eine gute Frage. Aber da komme ich ran. Moment. Ich habe nämlich, weil eine andere Arbeitskollegin sich gerade ein Tuch aus der Sky strickt, habe ich mir die Sky bestellt, aber für einen Pullover. Das ist die Sky von Drops. Wartet mal. Das ist. Oh, das kann man nicht gut erkennen. 74% Alpaka, 18% Polyamid und 8% Wolle. Die ist ganz weich. Also die ist wirklich extrem weich. Das ist so ein Kettgarn, ne? Extrem weich, super toll. Hat eine Lauflänge von, ich glaube, 190, kann das sein? Wartet mal. 190 Meter auf 50 Gramm und eine Maschenprobe von 21 Maschen, was ich ziemlich gut finde, weil das auf viele Projekte passt, ne? Und ich habe jetzt hier diese Farbe, das ist Nebel, glaube ich. Steht da die Name? Der Name der Farbe steht da jetzt nicht, ne? 03, ich glaube, das ist einfach Nebel oder so. Nebel, das ist so grau changierend. Hier kann man es vielleicht ganz gut sehen. Ne, hier ist so eine dunklere Stelle. Ja, dazu habe ich. Wartet, ich muss ein bisschen den Beutel rumgehen. Dazu habe ich die beiden Farben. Also das hier wird die Hauptfarbe eines Colorwork Pullovers. Und dazu habe ich diese beiden Farben. Das ist Haselnuss und das ist Curry. Und ich stricke daraus einen Pullover, der schon ganz lange auf meiner To-Do-List ist. Ich zeige euch jetzt erst die Anleitung, weil ich bin noch nicht weit. Von dem Angefangenen könntet ihr jetzt nichts schlussfolgern. Und zwar war das noch so witzig, weil ich, als ich die Anleitung, die habe ich nur in den Favoriten gehabt, noch nicht gekauft. Und
als ich die kaufen wollte dann, weil ich dachte, jetzt machst du endlich diesen Pullover, habe ich gesehen, dass die Jennifer Steingas oder wie auch immer sie ausgesprochen wird, ein Angebot hatte, ich weiß nicht, ob sie jetzt noch so ist, dass wenn du zwei Anleitungen kaufst, du eine dritte dazu bekommst. Und da die Anleitungen von ihr so um die 8 Euro kosten, sind übrigens englische Anleitungen. Ach, den Olive Cardigan habe ich euch nicht gezeigt, mache ich gleich. Da die 8 Euro rumkosten, finde ich, das lohnt sich schon, wenn man dann eine kostenlos bekommt, auf jeden Fall. Und dann habe ich natürlich drei gekauft, ne? Weil die hat ja so viele, so schöne Anleitungen. So, also ich stricke mir den Avena, wenn der so ausgesprochen wird. Den wollte ich schon ganz lange stricken. Das ist der hier. Ja, wenn der denn dann mal zu sehen ist, da. Da. Der ist das. Den finde ich schon immer so schön. Ich wollte aber kein Weiß nehmen. Das wäre mir zu extrem gewesen. Und deswegen finde ich, das passt super zusammen mit dem Hellgrauen. Was habe ich mir noch gekauft? Ich habe mir noch gekauft und da habe ich auch die Wolle schon da. Das zeige ich euch nachher. Ich habe mir dann noch die Anleitung Golden Fern gekauft. Ist das der Hammer? Ist das der Hammer? Oh, ich freue mich. Ich könnte sofort wieder losstricken, ne? Und also da finde ich auch, ich find bei den drei Teilen auch immer die Farbkombi direkt schön. Ach, wie heißt der? Hinterland. Hammer, oder? Ist doch der Wahnsinn, ne? Ja. So. Also, jetzt habe ich den auch schon angefangen, den mit der Sky. Ach, ich mache das beim Olive Cardigan so, dass ich das drunter schreibe, ne? Dann brauche ich jetzt nicht nochmal darauf zurückkommen. In welcher Tüte ist es da? Ich bin überhaupt noch gar nicht weit. Ich mache natürlich wieder meine Colorwork-Technik. Die gemütliche Colorwork-Technik. Und ich bin erst so weit. Aber es macht Spaß und es ist weich. Also das wird mit Sicherheit auch wieder ein Lieblingsteil. Das ist so schön und so weich und ich freue mich. Ja, total schön. Ich stricke das, also oben habe ich erstmal die Nechagou genommen in Nadelstärke 3,5 für den Halsausschnitt. Und jetzt habe ich hier die Zufriedenheit, die 4 von dem Mindful Set. Ach, hier muss ich noch schönere Dinge drauf machen. Das mache ich jetzt. Das Mindful, die sind sehr schön, da kann man sehr schön. Da kann man sehr gut mit stricken. Die sind schön spitz. Die haben auch nicht den besten Übergang, aber das stört nur, wenn man sehr fest strickt. Also bei dem lockeren Gestrick hier stört das gar nicht. So, und jetzt zeige ich euch was. Moment. Was nehmen wir denn mal? Was passt denn dazu? Eins. Ich habe nämlich wieder was gekauft. Und zwar habe ich mir wieder Maschenstopper gekauft von Fix und Farbig. Fix und Farbig? Ja, ne? Zeige ich euch aber gleich, was ich da noch so geholt habe. Und die mache ich jetzt hier drauf. Passen auch gut, finde ich. Passen doch gut zu der Wolle, ne? Ach, perfekt. Ich mag sowas ja, ne? Ja, und ich habe auch richtig Lust, hier weiter zu stricken. Der ist toll. Ja, wie ihr merkt, bin ich auch davon sehr begeistert. Ja, so. Und ich habe auch noch
Wolle für diesen, welcher war das jetzt? Der Golden Fern. Für den habe ich also auch noch Wolle gekauft, weil, also ich hatte Sparkassenauszahlung, kennt ihr das? Wir sparen auf der Arbeit und da hatte ich Sparkassenauszahlung und normalerweise nehme ich das Geld immer für einen Strickurlaub, aber jetzt war ich ja im Oktober nicht im Strickurlaub und dann habe ich, obwohl ich ja ein bisschen Wolle hier habe, natürlich Wolle bestellt. Das war auch noch Black Friday und da ist natürlich auch Wolle im Angebot. Und da habe ich geguckt, weil ich ja die Wolle hier so schön finde von Rohrspatz und Wollmeise, habe ich da mal geguckt nach Wolle für den Golden Fern und habe gekauft. Und es war am nächsten Tag da, also auch wieder morgens bestellt, am Freitag und Samstag ist es gekommen. Das ist also hier schon mal die Tüte. Das finde ich ja schon schön, ne, wenn das so schön eingepackt ist. Eine Rohrspatz- und Wollmeise-Tüte. Und ich habe gekauft, muss mal die Brille aufsetzen, um ein bisschen was vorzulesen. Die Blend 70% Wolle, 20% Kaschmir und 10% Polyamid, Just Wild als Hauptfarbe. Wunderschön. Wunderschön. Wird mit Nadelstärke 3 bis 3,5 gestrickt, hat 100 Gramm 333 Meter. Die Farben kommen heute nicht toll, aber es ist auch düster draußen, obwohl es mittags erst ist. Ja, das. Und als Kontrastfarbe, aber da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich glaube, da mache ich mal eine Maschenprobe, weil ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das auch mit mehreren Farben mache, sodass es von oben nach unten die Farbe ändert oder ob ich einfach so ein mehrfarbiges Garn nehme. Und da habe ich mir das hier rausgesucht. Ich finde, hier eigentlich passt das schon schön, ne? Passt schon schön. So, das ist jetzt aber hier die Twin. Das ist die gleiche Wolle wie die hier. 80% Wolle, 20% Polyamid mit der Farbe Orient. So, und zusammen sieht das so. Oh, ist doch, also doch, ich nehme die, glaube ich, doch die Kombine. Ist das nicht schön? Ja. Finde ich richtig, richtig schön. Habe ich richtig Lust drauf. Nägel passen auch dazu. Ja. Da bin ich sehr begeistert von. Da könnte ich natürlich direkt wieder loslegen. Aber über das Thema reden wir gleich noch. Ja. Das war es aber, glaube ich. Ne? Mehr hab, ach nee, Quatsch. So. Jetzt. Jetzt erzähle ich euch nochmal von meinem Sachsen-Trip. Ich mag das ja da, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hier, in, wo ich wohne, in Altena, habe ich ja auch meinen Berg hier und das, die Landschaft ist sehr ähnlich wie da in Schneeberg oder Schwarzenberg. Wenn ich nach Sachsen fahre, da ist ja Erzgebirge, hier Sauerland, also ist schon recht ähnlich. Aber mein Herz ist schon zerrissen, ne? Also ich, wenn ich da bin, dann denke ich immer, oh, ich würde sofort wieder dahin ziehen. Meine Familie natürlich nicht, die kommt, also mein Mann kommt hier aus dem Sauerland, meine Söhne sind einer in Bochum und einer hier im Sauerland geboren und die hätten da ja überhaupt keinen Bezug zu, aber ich weiß nicht, woran es liegt, die Natur, die Landschaft, die Menschen, ich würde sofort wieder hinziehen, ich finde es da so schön und deswegen fahre ich ja gerne und oft hin und die Strickbar, die habe ich euch ja vorhin schon von erzählt, aber ich würde euch jetzt hier an dieser Stelle mal ein kleines Video einspielen, wo ich dort war und mir das angeguckt habe und um euch es so bei versuchen, so ein bisschen rüberzubringen, warum es mir da so gefällt. So. Ja, das ist sie, die Strickbar in Schwarzenberg.
Ich finde das Geschäft total schön. Es ist sehr liebevoll mit Liebe zum Stricken und zur Wolle eingerichtet. Es lädt zum Verweilen ein. Es hat so viele liebevolle Details, wie hier dieses Kästchen da auf diesem Schrank, das alte, was dann jetzt für Garne genutzt wird. Schöne Regale, Holzregale und ja, also kleine Dekoartikel immer mal zwischendrin, wie dieses Schäfchen. Also es hat mir, gefällt mir einfach richtig gut. Man fühlt sich sofort wohl und hat auch richtig Lust, sich da länger aufzuhalten und zu stöbern. Ja, es gibt viele besondere Garne da in dem Geschäft. Also man kann da einfach sehr viel Zeit verbringen. Es gibt auch noch ganz viele Knöpfe und Strümpfe gibt es auch. Also Mega ich finde es schön. gemütlich sind. Und Wie bist du denn überhaupt hier zu dem Geschäft gekommen? ist ein reiner Zufall gewesen. Meine Tochter strickt auch sehr viel und sehr gern. Und da war die noch Studentin damals. Und wir hatten ja in Aue hatten wir ja den Wollladen. Ach so. Und da kommt mein Kind eines Tages und sagt: Ach Mutti, ich brauche ein bisschen Wolle. Und ja, es war eigentlich nur das Babywoll. Und ja, also sind wir runter nach Aue. Und ja, und da hat dann die Inhaberin gesagt: Aber Sie wissen schon, es war im Februar. Sie wissen aber schon, dass ich dann hier so im März zumache. Oh. Gott. Ja. Und wegen jedem Knall Wolle nach Annaberg zu fahren, was wir ja wussten, haben wir dann einfach gesagt: Nee, das geht so nicht. Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass wir hier keine Mieter hatten. Also, ging jetzt zu weit. Und da haben wir dann, bin ich nach Hause und dann habe ich auch mit meiner Mutti, mit meinem Mann drüber gesprochen, habe gesagt: Naja, weil ich immer mal gesagt habe, also, wenn ich einen Laden aufmachen würde, dann nur was, was es in Schwarzenberg nicht gibt. Und das ist eine Wolle. Das ist auch was ganz Besonderes in der Strickbar. Weil kein zusätzliches Lager verfügbar ist, hat ihr Mann, der Tischler ist, ihr dieses wunderschöne riesige Regal gebaut, wo man an alles rankommt, alles sehen kann und es wunderbar sofort zur Hand und zur Verfügung hat. Ja, ich finde das ganz toll. Habe ich auch schon oft was draus gekauft aus dem Regal. Und sieht man nicht alle Tage, ne? Und da habe ich eine Freundin, die wohnt in Lübeck und die hat dort einen Dreiseitenhof und hat eine Schafherde unter anderem. Und da ist eine Freundin von meiner Tochter. Und da hat die mir das mal geschrieben, weil die das einfach mal so an Mann bringen wollte. Und da habe ich gesagt, dann schick mir doch einfach mal welche. Wie auf dem Bild hier, auf dem Puzzle, was an der Wand hängt, zu erkennen, finden da auch Stricktreffen statt. Ich bin herzlich willkommen geheißen worden. Es war total schön. Hab da einen wunderschönen Nachmittag verbracht mit den Mädels. Und man versteht sich ja unter Strickerin irgendwie immer sofort. Es hat mir super gut gefallen bei euch. Und hier sind nochmal die Gudrun und ich. Ja, es war ein schöner Tag. So, und weiter geht's. Ja, was ich euch dann noch erzählen wollte, aber da muss ich jetzt mal suchen, ob ich das hier mit. Oh, Hilfe! Ist was umgefallen? Ist das hier drin oder wo habe ich das? Wartet mal. Ja. Ich habe von der lieben Sandra, das war ja die, die auch mit auf den Fotos war, mit der ich da gestrickt habe, mit der ich vorher ein bisschen hin und her geschrieben habe, die mich quasi, sag ich jetzt mal, eingeladen hat, da hinzukommen und da am Stricktreff auch teilzunehmen. Die hat mir selbst gefärbte Wolle geschenkt. Da habe ich mich total gefreut. Also ich selber habe ja schon Wolle gefärbt und weiß, was das wert ist, wenn man sowas geschenkt bekommt. Und ich finde die auch noch total schön. Und zwar ist das eine Sockenwollqualität. Und da werde ich auch Socken draus machen, weil da kann ich mir richtig gut Socken vorstellen. Ich hatte vorhin noch so eine tarnfarbene Leggings an, also so eine Camouflage-Leggings. Da habe ich so ein langes beiges Sweatshirt-Kleid zu. Das ziehe ich immer zusammen an. Das sieht total schön aus. Und hatte keine passenden Socken dazu. Ich hatte dann die Socken an dazu. Zeige ich euch mal. Ich zeige euch jetzt meine Socken. Das sind hier die Lavender-Blumensocks. Ne? Lavender, glaube ich. Ne? Blumensocks. Die habe ich schon ganz lange. Und jetzt habe ich auch noch euch den gezeigt, wo man hier direkt sieht, dass Einweben nicht die beste Technik ist, weil es so Rillen macht. Ne? Auf der anderen Seite ist das nicht.
Jetzt zeige ich euch auch noch die andere Socke. So, da ist das nicht mit den Rillen. Aber es würden viel besser dazu passen, Socken aus dieser Wolle. Guckt euch das an. Das ist im Grunde grün. Ja, grün, so mit so bräunlichen Tönen, aber halt mit Speckles auch noch da drin. Gefällt mir richtig gut und passt dann halt perfekt zu diesem Outfit. Ja. Da freue ich mich. Danke nochmal, Sandra. Du guckst mich bestimmt. Freue ich mich wirklich drüber. Und die werden auch nicht tief weggeräumt, weil da will ich Socken draus machen. Ja. So. Dann war ich aber auch bei der Gelegenheit in Schneeberg. Und in Schneeberg, also ich bin ursprünglich aufgewachsen in Zwickau. Dann bin ich mit meiner Mutter und meinem Stiefvater nach Schneeberg gezogen, mitten in der 10. Klasse. Und Schneeberg fand ich aber auch sehr schön, gefällt mir auch nach wie vor noch ganz gut. Und da habe ich, als ich da war, jetzt am Samstagvormittag einen Ausflug nach Schneeberg gemacht, weil ich da schon ewig nicht mehr war und es war wahnsinnig schönes Wetter. Und ich blende euch hier mal ein Foto ein. Da habe ich einen Laden entdeckt. Oh, der war so schön. Ich blende euch hier mal ein Foto ein. Der für Genießer stand da drüber. Und dann kommt jetzt noch ein Foto, wie es da drinnen aussah. Und da gab es ganz viel leckere Schokolade. Lecker, weiß ich, weil ich sie gekauft und gegessen habe. Und auch so kleine Geschenkartikel. Dieser kleine Elch, der heute im Vorspann auf den Strickstücken lag, den habe ich da gekauft und Duftkerzen habe ich auch eine gekauft. Also der war total schön, der Laden. Und es gab aber auch direkt am Markt da war der Laden auch und da gab es auch noch ein Wollgeschäft. Und da war ich natürlich drin und habe auch was gekauft. Und zwar möchte ich mir diesen Winter nochmal 1 bis 2 Lehnsplitter stricken. Diese gestrickten Röcke, ich habe jetzt die Tage schon wieder einen angehabt, das war aber kein Lehnsplitter, die trage ich ja total gerne, ne? Weil die sind ja flexibel und wenn man die nach einem schönen Muster oder einer entsprechenden Wolle strickt, dann leiern die auch nicht aus. Also der Lehnsplitter, da habe ich die Erfahrung gemacht, leiert halt gar nicht aus und der, den ich jetzt anhatte, kann ich euch ja mal ein andermal nochmal zeigen, auch nicht. Und jetzt habe ich mir für diesen Lehnsplitter diese Wolle hier gekauft. Mit einem ganz hohen Acrylanteil, aber ich denke, das macht nichts. Und die habe ich noch nie gesehen. Und das ist diese hier. So eine Tweedwolle mit braunen Speckels, also beige mit braunen Speckels. Die heißt Tirol und die ist von online. Und das ist ein 200 Gramm Paket. Ich guck mal eben, das sind 86% Polyacryl, 10% Wolle und 4% Viskose, pflegeleicht. Ja, also ich kann mir da richtig gut diesen Lehnsplitter draus vorstellen. Das wird mit Nadelstärke 4 gestrickt, 4 bis 5 steht hier, 425 Gramm auf 2 Meter auf 200 Gramm. Und das ist quasi Sockenwoll, 8-fach Sockenwollstärke, ne? Ich habe mir 2 Stück gekauft und hoffe, dass die reichen. Aber ich bin halt auch immer, wenn ich mir... Ach, die können ja gar nicht. Doch, die müssten reichen. Weil ich bin nämlich mit 400 Gramm 8-fach Sockenwolle auch hingekommen für den Lehnsplitter. Dann müssten die reichen. Und die finde ich halt zu einem braunen Outfit. Also braune Stiefel und so finde ich die Farbe sehr schön. Ich habe sonst schon einen gestrickten Rock in so lila. Dann ein in Grau und ein in so Bärentönen. Ja, aber der fehlt noch in meiner Sammlung. Ja, die habe ich gekauft und also ich habe alles Sachen geholt, die ich sonst noch nie hatte. Wo ist es denn jetzt hier? Wartet mal. Dann habe ich noch gekauft die hier, Fernerwolle, Lungauer Sockenwolle von Ferner. Und die Farbe fand ich so toll.
Das ist so ein Ockerbraun mit Grau. Finde ich total schön. Habe ich Lust drauf, Socken für mich zu machen. Sechsfach Sockenwolle ist das. 150 Gramm, 200. 150 Gramm, 24 Meter. Hier seht ihr auch die Zusammensetzung. Das habe ich da gekauft. Und die habe ich auch noch nie verstrickt. Die finde ich richtig schön. Das ist die Online-Supersocke. Silk Color in so einem richtigen Bunt. Ist die schön? Die ist schön. Das wird richtig Spaß machen. Finde ich ganz toll. Die fände ich auch sehr geeignet für ein buntes Tuch, für so einen Zickzackschal zum Beispiel. Wollte meine Mutter eigentlich immer mal gerne so einen ganz bunten haben. Also die finde ich auch klasse. Ja, so. Jetzt habe ich hier in meiner Tüte noch mehr. Das zeige ich euch auch noch eben. Das habe ich mir nämlich bestellt, weil da fehlt ein Knäuel. Weil ich die Wolle so toll finde, habe ich beim letzten Mal erzählt. Und zwar stricke ich mir ja gerade Weihnachtssocken, wo ich mit einer zweiten Farbe Bündchen, Ferse und Spitze mache. Und diese Wolle war mit Glitzer und die fand ich so schön in Grün. Und jetzt habe ich mir die nochmal in so einem, was ist das, Rostrot oder Rostbraun bestellt und nochmal in Anthrazit. Und das finde ich richtig toll. Und die Wolle, die ist weich, ne? Also das ist hier die Lana Crossa Meilenweit Late Night. Vierfachsockenwolle. Aber die ist ein bisschen dicker. Finde ich total schön. Vielleicht zusammen, aber vielleicht auch einzeln. Einfarbige Socken habe ich sowieso mal wieder Lust drauf. So, jetzt kommt das da auch noch rein. Jetzt sehe ich gerade, dass ich so viel übrig habe von dem. Hier sind noch zwei Knäule von meinem Pullover. Habe ich drei übrig. Ich hatte 400 Gramm gekauft. Dann habe ich für den Pullover 250 Gramm noch gebraucht. Wahnsinn, ne? Ja, die gebe ich zurück, beziehungsweise tausche sie um. So, das Wollgeschäft habe ich auch fotografiert. Blende ich euch jetzt hier ein. Jetzt muss ich mal. Oh, ich habe nichts zu trinken. Oh, ich müsste mal einen Schluck trinken. Mache ich mal eben. Wartet mal. Jetzt habe ich mir gerade unten einen Kaffee geholt und da sagt mein Sohn: Oh, mein Pullover steht dir aber wirklich gut. Ja. So, wo war ich stehen geblieben? Verlosung, ne? Die kommt jetzt noch. Das ist jetzt der letzte Teil. Die Verlosung, jetzt ist das Teil hier ausgegangen. Jetzt muss ich das nochmal anmachen für diesen Comment Picker. So, dann machen wir den schon mal auf. Ist das das hier? Ja. So. Ich zeige euch jetzt nochmal die Beutel, wenn ich sie denn finde in dem Wurst hier. Das weg. Wartet mal, ich muss mal eben hier einmal das wieder reinpacken. Ach, ich wollte hier eigentlich, oder kann ich eben noch, also ihr freut euch jetzt, aber kann ich noch mit euch über die UFOs sprechen, weil sonst schaltet ihr hinterher ab und beantwortet mir meine Frage nicht mehr. Also, ich wollte mal mit euch über meine UFOs sprechen. Ich habe ja im letzten Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr diese UFO-Folgen aufgenommen. Mit meinen UFOs, die dann so schön im Schrank lagen, sortiert, ist im Lauf des Jahres nicht viel bis gar nichts passiert. Ich habe ein paar geribbelt. Ich habe die Socken jetzt fertig gestrickt, also ein UFO weiter gestrickt. Und es sind aber ganz viele neue UFOs dazugekommen, was ich eigentlich nicht wollte. Also hat, das war jetzt nicht so schön, ne? Und ich muss schon irgendwie was machen. Also ich muss was machen, dass ich die Sachen wegkriege da. Also entweder fertig stricke oder ribbel. So. Jetzt überlege ich, ob ich zwischen Weihnachten und Neujahr wieder UFO-Folgen mache, aber in dem Sinne, dass ich wirklich pro Folge mir so und so viel UFOs aus dem Schrank nehme und sage, so,
das wird jetzt geribbelt, da ziehe ich jetzt die Nadeln, das wird nicht weiter gestrickt. Und die anderen in einen Topf für Weiterstricken lege. Aber dann auch wirklich realistisch einschätze, dass ich die dann weiterstricke. Und dann brauche ich aber fürs nächste Jahr ein System. Ich will die dann nächstes Jahr fertig stricken. Aber es muss natürlich ein System sein, was mir liegt, was auch funktioniert, was ich nicht nach einer Woche oder zwei aufgebe. Das heißt, das System muss beinhalten, dass ich auch was Neues anfangen darf. Ich muss mal gucken. Vielleicht greife ich ja auch das System vom letzten Jahr nochmal auf, was ich ja dann einfach nicht fortgeführt habe, wo ich diese Spalten hatte mit Socken, neues Projekt UFO oder so. War das? Ich weiß es nicht, aber ich will die Sachen fertig kriegen. Also ich wiederhole das nochmal. Es ist ja nicht so, dass ich nichts fertig kriege, aber ich fange halt auch oft Sachen an. Ach ja, gutes Beispiel. Ich habe doch den Magnolia-Sweater, nicht Sweater, sondern, oder doch Sweater, Sweater angefangen. In dem Karl von der von Bos Kreativecke. Der ist so ein Stück groß und dann liegt er da. Und warum liegt er da? Der liegt da, weil mir der Anfang nicht gefällt. Weil mir das Halsbündchen nicht gefällt und weil ich den Eindruck habe, das ist viel zu weit oben und deswegen liegt er da und wird nicht weiter gestrickt. Und wenn ich dann jetzt diese UFO-Geschichte mache, dann würde ich halt bei dem wirklich sagen, der wird jetzt geribbelt. Also die Garnkombi gefiel mir ja so gut und der Pullover auch. Aber wenn ich den so liegen lasse, dann fasse ich den ja nicht an, weil er gefällt mir so nicht. Also muss ich was damit machen und das will ich in diesen Folgen da machen und festlegen. Ja, überlegt euch mal, ob euch das gefallen würde ob ihr sagt, das sind doch die gleichen UFOs wieder, die will ich jetzt nicht nochmal sehen, da kann ich mir die Videos vom letzten Mal angucken. Oder ob euch, ich meine, ihr müsst das ja nicht gucken, oder ob das für euch okay wäre. Und schreibt mir doch mal drunter Ideen für ein System, wie ihr das zum Beispiel macht oder wie ihr das angehen wollt oder was ihr für eine Idee habt. Vielleicht machen wir es ja zusammen, vielleicht machen wir nächstes Jahr mal das nadelfreie Jahr. Schreibt mir mal was drunter, wenn ihr Lust habt. So, aber jetzt mache ich wirklich die Verlosung und jetzt zeige ich euch nochmal die Beutel, die sind nämlich jetzt alle fertig. Und zwar haben wir hier nochmal den Fliegenpilzbeutel. Da ist er. Da ist hier vorne, habe ich rangehängt ein Progress Keeper und ein Maschenmarkierer. Also das heißt einmal mit Karabiner und einmal mit Ring diese schönen Pilze von Kohlbecker Island. Hier habe ich mein Zeichen reingenäht. Und da ist Wolle drin von Ponderosa, Sockenwolle in diesem schönen Grün, für die Aktion Grüne Socke geeignet. Und da ist eine wunderschöne, wahnsinnig toll riechende Seife drin. So. Und ich habe Pakete gekauft. Ich hoffe... Also was heißt, ich hoffe, das ist nicht richtig ausgedrückt. Ich habe jetzt fälschlicherweise oder vorschnell Pakete gekauft innerhalb von Deutschland. Die sind nämlich schon ausgezeichnet. Aber die fand ich so schön. Hier, diese Pakete, die fertigen. Aber wenn ihr natürlich nicht aus Deutschland kommt, dann müsst ihr halt nochmal neue kaufen. Ne? Aber die habe ich schon, damit ich es direkt fertig machen kann. Und das ist der erste Beutel. Das ist der zweite Beutel, das ist der Beutel Elfe. Den fanden übrigens die meisten schön. Also ganz viele haben Elfe geschrieben. Oh, da ist hier auch einmal mit Karabiner und einmal mit Ring das Vögelchen. Wartet mal. So. Und hier auch mein Zeichen innen drin. Wahrscheinlich wegen der tollen Wolle hier drin. Das ist nämlich der schönste Strang. Der ist wirklich schön, ne? Ja.
Ach, jetzt fällt mir was ein. Oh, ich habe euch noch was nicht gezeigt. Das mache ich gleich noch, wenn ihr da noch dran seid. So, das ist der Beutel Elfe. Und dann haben wir hier den Beutel Erdbeere. Da ist hier auch das Vögelchen dran. Und innen sieht er so aus. Und da ist der weitere grüne Strang. Der sieht auch ganz toll aus. Ja, so. Jetzt habe ich hier den Commentpicker. Da habe ich jetzt schon vorhin mal, um zu gucken, ob es funktioniert, das Video eingegeben und das Wort Elfe. Und ich drücke jetzt hier auf Pick a Winner. Ich hoffe, das funktioniert. Oh, das ging schnell. Das ist Waldtrautduft. Also den Beutel Elfe gewinnt Waldtrautduft. Die hat auch nur Elfe geschrieben. Also viele haben ja alle drei Sachen geschrieben, ist völlig in Ordnung, aber viele haben auch nur eine Tasche geschrieben und das ist jetzt hier die Waldtraut, die wollte wirklich die Elfentasche. Das finde ich natürlich besonders schön, dass sie die dann auch bekommen hat. Komm, jetzt mach nochmal. Waldtrautduft. So, jetzt muss ich nochmal zurück und muss das nächste Wort eingeben. Wartet mal. Ich mach mal hier ein... Oder, kann ich mir das merken? Jetzt kann ich mir nicht merken. Ne? Ich muss mal einmal aufschreiben hier. Waldtrautduft. Also, ich brauche den Namen und die Adresse. Also schickt mir am besten eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse und mein Instagram-Name ist unter dem Video. Könnt mir entweder auf Instagram schreiben oder eine E-Mail. Da brauche ich die Adresse, um euch das zu schicken. So, dann können wir hier wieder zurück. So, Keywordfilter. Geben wir jetzt hier mal das Wort Pilz ein, weil viele haben auch nur Pilz statt Fliegenpilz geschrieben. Ich zeige euch das mal kurz. So ist das jetzt hier, damit ihr seht, wie ich das mache und ob ich das richtig mache. So, Keywordfilter. So, und jetzt mache ich noch die Antworten raus und die Duplikate auch raus. Und jetzt machen wir das. Jetzt sucht er erst die Kommentare. Es sind 487 Kommentare mit dem Wort Pilz. Und jetzt haben wir hier den Gewinner. Achso, ich hätte mal lesen. Beckblume. Blumen. Du bist die Gewinnerin der Pilztasche. Schreib mir das mal auf. So, und jetzt machen wir das Gleiche nochmal. Mit dem Wort Erdbeere. Oder schreibt man nur Erdbeer, falls jemand Erdbeertasche oder so geschrieben hat. So, und jetzt geht's wieder los. Jetzt sucht er erstmal die Kommentare. Geht noch weiter. 477. Und jetzt
suchen wir den Gewinner und es geht wieder total schnell und das ist die liebe Guna. Ja, gefiel eigentlich am besten Fliegenpilz, aber Erdbeere oder Elfe würde sie auch nehmen. Ja, Guna, du hast jetzt die Erdbeere. Schreibe ich nochmal auf. Ja, wie gesagt, schreibt mir bitte, damit ich euch das schicken kann. Erdbeere, Guna. Herzlichen Glückwunsch und ja. Es hat mir sehr Spaß gemacht, heute wieder das Video aufzunehmen. Ich wünsche euch was. Strickt schön, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.